For a standard medics group practice, happy great place to work in der Kategorie Medizin, Gesundheitsberuf, erste Preis gewonnen. Was bedeutet das Resultat jetzt für Medics? Einerseits freut es uns natürlich extrem, dass wir den ersten Platz gewonnen haben bei Great Place to Work und sind auch stolz, dass wir als Arbeitgeber oder als Firma und Mitarbeiter können, mitheben bei den Arbeitgebern von der Schweiz. Sie haben gesagt, Sie können mitheben mit anderen grossen Unternehmen, nicht nur in dieser Branche. Warum ist das Ergebnis jetzt so gut ausgefallen? Ja, ich glaube, wir sind ein Geschäft mit einer gewissen Grösse, wo man könnte meinen, dass es gewisse Hierarchien gibt. Und ich das Gefühl habe, wir sind doch so, dass jeder Mitarbeiter wie gleich stark auch geschätzt wird. Es ist starke Zusammenarbeit da. Jeder hat ein gewisses Mitspracherecht auch. Ideen und Vorschläge werden sehr gerne auch angehört oder auch umgesetzt, je nachdem. Und ich das Gefühl habe, es ist grosse Transparenz da. Es ist ein Interesse da, auch den Mitarbeitern das Wort zu geben, wo ein Mitarbeiter nicht nur einfach ein Mitarbeiter ist, sondern als Mitarbeiter wie auch geschätzt und man auch stolz auf den Mitarbeiter ist. Wenn Sie jetzt auf Ihren persönlichen Bereich schauen, Sie sind Teilzeit-MPA bei Medics Gruppenpraxis und gleichzeitig studieren Sie Psychologie. Wo erleben Sie jetzt in Ihrem Arbeitsalltag solche hervorragende Merkmale? Ich finde es natürlich auch spannend, auch genauer anzuschauen, was passiert auch da in der Praxis als Arbeitgeber. Das habe ich sehr, sehr spannend gefunden und merke, ich bin stolz darauf, auch eine Mitarbeiterin sein da, wo man merkt auch, dass man sich selber auch reinbringen kann und Ideen umsetzen kann. Das beste Beispiel da dabei ist auch gerade Teilnahme an Great Place to Work, dass wenn man mit einer Idee kommt, dass die wie angehört wird und dann auch umgesetzt wird und man so die Möglichkeit hat, auch in einer Teamkultur oder im Alltag wie etwas zu verändern. Jetzt hat Medis ja einen grösseren Aufwand gewesen, das Projekt zu machen, die Mitarbeiterbefragungen, die Kulturanalyse. Warum macht Medics da mit? Was ist der Nutzen? Ja, ich glaube, wir sind als Quereinsteiger da dazugekommen über mein Psychologiestudium, wo wir aber gerade nach der Mitarbeiterbefragung gemerkt haben, unsere Mitarbeiter sind eigentlich sehr zufrieden und arbeiten gerne da. Und wo wir wie gemerkt haben, mal, wir möchten auch um den Titel beste Arbeitgeber im Gesundheitswesen und Sozialbereich arbeiten oder mitmachen und wo uns ja, auch mit Stolz erfüllt, das Ziel jetzt erreicht zu haben. Und ich glaube, es geht jetzt wie darum, weiterhin ein guter Arbeitgeber zu bleiben oder auch als Mitarbeiter schauen, wie kann ich an meinem Arbeitsplatz auch zufrieden sein. Jetzt ist ja Medics nicht nur für Mitarbeiter da, sondern auch für Patientinnen und Patienten. Das Klima, das Sie jetzt beschrieben haben und die Auszeichnung als besten Arbeitgeber, wie glauben Sie, wirkt sich das aus auf Ihre Patientinnen und Patienten? Ich glaube, einerseits sind wir nicht nur ein guter Arbeitgeber, sondern einfach auch fachlich sehr kompetent, sodass wir doch auch ein grösserer Betrieb sind, so ein Austausch auch stattfindet, eine Teamarbeit auch stattfindet, wo im Sinn vom Patienten eigentlich auch passiert, wo wir möchten, gute Medizin unseren Patienten können, bieten. Und dort, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass die Mitarbeiter mit ihrer Arbeit auch gewissermaßen zufrieden sind und auch stolz darauf sein können. Merci vielmals. Danke auch.